Hallo. Guten Tag. Kann ich Anzeige aufgeben? So, brauche Frau? Also, so wie man es halt so macht. Alleinstehende, attraktive. Mhm. Ja, das klingt schon mal ganz gut. Also, vielleicht alleinstehend ist so ein bisschen oldschool. Vielleicht ein bisschen mehr Pep. Single. Single sucht Frau. Das assoziiert ja auch so ein bisschen den Singer-Songwriter. Alleinstehender, Single und Songwriter. Sucht? Ja. Obwohl, nee. Suchen ist so nicht gefunden oder verloren. Also, alleinstehender, Single und Songwriter hat Zeit für Frauen. Frau? Und jetzt kommt, was haben Sie denn so für Vorstellungen? Eine? Hübsch, gerne, muss nicht hübsch, aber auch hässlich ist irgendwie auch blöd. Suche Frau, Zustand egal. Ne? Ungefähres Alter, gerne 20 bis 50 oder drunter oder drüber. Gerne, bei mir geht's gerne drunter und drüber. Backen und kochen, putzen, kein Hindernis. Im Haushalt einfach mit dabei. Ja, aber auch draußen, überall. Sie kann putzen, kochen, wo sie will. Also da will ich gar nichts einschränken. Und Sex ist erwünscht oder so? Ja, erwünscht ist vielleicht übertrieben, aber natürlich gehört dazu. Ja. Mit einer Frau, wenn man sich mit ihr unterhält, die dann einfach auch mal ruhig ist. Wir können es ja verdichten, dass man sagt, Olaf, such Frau, gerne fruchtbar. Das müsste dann mit dem Teufel zugehen, oder? Macht das nicht Appetit auf mehr? So machen wir's. Und das gerne online, digital und Internet. Wohu, Vadi? Hä? Wer ist Jana? Die Anzeige ist noch aktuell. Treffen unbedingt. Ich, ja, dich, klar. Ich habe so eine Fahne dabei. Tschüss. Ein Rendezvous, darauf hatte ich null Bock. Aber für Fatis Ahnenreihe war ich bereit, mit dem Buddy zu pimpen. Wow. Eigentlich zu Frau Drögers. Also ich bin's nicht. Begegneten wir uns bereits? Also sehe ich so aus, als würde ich mich im Baumarkt rumtreiben. Wissen Sie, wann Frau Drögers wiederkommt wegen des Frauensprechnachmittags? Eigentlich sind Sie ja richtig schön. Hä? Haben Sie einen Freund? In was bitte? Nee, warum? Dann übernehme ich Sie. Ich würde aber doch lieber zu Frau Drögers. Die kommt ja wieder. Morgen. Hier im Büro. 14 Uhr. Versprochen. Tatsächlich. Du bist ein Schubert. Also gründe eine Familie, damit ich endlich meine Enkel kriege. Ach, diese Leier wieder. Also wenn du so weitermachst, dann sorge ich noch auf meine alten Tage für Nachwuchs. Es reicht. Du bekommst deinen Enkel oder irgendeinen Balk. Schön wär's. Aber wie willst du bitte schön eine Frau rumkriegen? Suche Frau? Hübsch. Gerne. Muss nicht hübsch. Aber auch hässlich ist irgendwie auch blöd. Zustand egal. Ne? Sex ist erwünscht. Erwünscht ist vielleicht übertrieben, aber gehört dazu. Die Anzeige ist noch aktuell. Hallo, ich bin der Olaf. Okay. Mein Name ist Mandy. Wie viele Kinder möchtest du mal haben? Du hast ja auch so was Stutiges. Das finde ich gut. Wir beenden das jetzt besser. Du musst dein Tape bezahlen! Wie verbleiben wir jetzt? Ich bräuchte zeitnah eine Antwort von dir. Ich stehe in zweiter Reihe und die Parko läuft ab. Du kriegst nie eine Frau. Punkt. Wenn ich will, kriege ich sogar zwei. Doppelpunkt. Herein. Richtig schön. Hm? Haben Sie einen Freund? Nee, warum? Dann übernehme ich sie. Ja! Mit dem bist du wirklich zusammen? Ja. Ich verstehe irgendwie nicht so richtig, was du von dem willst. Er ist irgendwie alles auf einmal. Aha. Egozentrisch. Wenn der Vati mal nie mehr ist, bin ich ganz alleine. Ich muss da auch mal an mich denken. Und fürsorglich. Kannst du mir das mal auf den Rücken machen? Na klar. Naiv. Ist das Rucola? Das sind Blumen. Habt ihr schon? Was? Wie ist sie im Bett? Achso, na passt erst mal rein. Und klug. Das, was ich mache, das kann eben nur ich. Deins kann jeder. Und was machen Sie? Rezeptive Sie.
Also richtig mit Abschluss. Klar, ich war im Studium mit welchen im Bett, aber das waren eben die alles Fachidioten. Und jetzt wolltest du einfach mal so einen richtigen Vollidioten. Ich möchte noch nicht um deine Hand anhalten, sondern erstmal um deinen Körper. Wo ist denn jetzt Ihr Problem? Ich habe keine Arbeit und keine Wohnung und jetzt habe ich auch noch Diabetes. Ich hab doch... Ich! Schon wieder ich. Und da machen wir nächste Woche weiter. Okay? Danke.